Waren die Eier Abzocke oder nicht? Die Antwort lautet jein. Und später werde ich dann auch selbst noch ein paar Eier ausbrüten mit einem kleinen Hai-Ei-Light. Also, wir fangen mal an. Heute geht es um Riolu und um die Abenteuerwoche. Das waren zwei Events, die wir nun in den vergangenen Tagen hatten, jeweils mit einer erhöhten Shiny-Chance in Eiern. Die fleißigen Leute von The Silph Road haben wieder mal was veröffentlicht. Fand ich ultra interessant. Hier sieht man, welche Eier vorrangig aufgetaucht sind bei den Leuten von The Silph Road, die das eben analysiert haben. In der aktuellen Jahreszeit kann man grob sagen, irgendwie so jedes Ei ein Drittel. Und die 5-Kilometer-Eier aber so ein kleines bisschen häufiger. Aber der Trend, der ist auch interessant. Früher, vor einigen Monaten, viel mehr 2-Kilometer-Eier und nun eher in die Richtung 5 Kilometer. Aber worum es hier natürlich geht, der Vergleich mit dem Riolu-Schlüpftag. Und man hat wirklich fast nur die 2-Kilometer-Eier bei Pokestops im Event erhalten. Ich frage mich wirklich, wieso? Da müssen sie die anderen auch noch reinpacken. Einfach nur die Event-Eier mit Riolu. Ich glaube, in den 3 Stunden wird sich darüber niemand beschweren, dass man da kein 10-Kilometer-Ei erhalten kann. Und mit großer Sicherheit kann man sagen, dass die Shiny-Chance beim Riolu-Schlüpftag bei 1 zu 10 lag. Also, genau wie ein Raid-Day, ein Quest-Day und was wir sonst noch so in diese Richtung hatten. Und da muss ich wirklich sagen, natürlich, manche haben vielleicht 30 Eier gebrütet, kein Shiny bekommen. Das kann leider vorkommen, wenn man sehr viel Pech hat. Aber so im Grunde, viel mehr hätte Niantic da echt nicht machen können. Die Riolu-Eier waren, wie ich finde, keine Abzocke. Und da hat man auch wirklich von vielen Leuten gelesen, yo, ich habe ein Shiny bekommen, ich habe ein Shiny bekommen und so weiter und so fort. Aber hier nun die Abenteuerwoche, da wurde auch so ein bisschen geworben damit. In den besonderen 7-Kilometer-Eiern, die man aus Geschenken erhält, bekommt man die beiden neuen Shinies, nämlich Amarino und Balgoras, zu einer erhöhten Shiny-Chance. Hier haben wir leider noch keine belegte Statistik von The Silph Road, die das alles schön mitdokumentieren. Doch, ja, ich bin kein Fan von diesem anekdotischer Evidenz und so. Jemand erzählt eine Story und dann trifft das für alle zu und niemand hat einen Shiny bekommen oder so. Aber, na, ultra viele Kommentare, wo eine komplette Gruppe dreistellig, hohe dreistellige Beträge an Eiern gebrütet hat, ohne Shiny, mit vielleicht einem Shiny, oder manche schreiben mehr als 100, 0 Shinies. 150, 0 Shinies. Ich meine, dass bei einem wochenlangen Event, also eine Woche langem Event, keine 1 zu 10er Shiny Chance am Start war, das sollte klar sein. Doch wie erhöht war sie nun? In der Wildnis, ich denke mal, das können wir mittlerweile einfach so sagen, die nicht erhöhte Shiny Chance 1 zu 500, 1 zu 512, so in die Richtung. Und das war es auf jeden Fall nicht in den Eiern. Wie gesagt, bisschen erhöht, aber eventuell so in die Richtung 1 zu 128, was ja noch immer ultra selten ist. Da darf man sich keine Chancen ausrechnen in der Woche. Dann gäbe es noch so die Chance 1 zu 64. Kann ich mir nicht vorstellen, das hört sich ein bisschen zu hoch an, nach den Berichten, die ich da so lese. Aber ja, also die erhöhte Abenteuer-Shiny-Chance, die war wirklich gering. Und beim Schlüpftag, wenn Niantic da keine Anpassungen vornimmt, können wir uns auch für die nächsten Events dieser Art merken, die sind wirklich schillernd. Und ob ich noch was Schillerndes erhalten habe, das werdet ihr nun herausfinden. Der Schilling, Alter. So, keine Ahnung, ob das ein eigenes Video wird oder ob ich das irgendwo dran schneide. Wir haben Event-Eier, 7-Kilometer-Eier. Na, aus der Abenteuerwoche. Da können drin sein Balgoras. So, bitte nun genau in der Reihenfolge. Dann Amarino. Ah, schade. Das wäre wirklich genial gewesen. Dann Galapafloss und Flapterix. Und alle 4 finde ich genial. Und ich glaube, mir fehlen alle 4 noch in Shiny. Also, oder habe ich Galapafloss? Nein, ich glaube nicht. Ich habe keines von denen. Das sind schon sehr seltene Fossile. Und die in Shiny nehme ich gerne. Angeblich haben sowohl Balgoras als auch Amarino, die beiden neuen Schillernden, hier in den Eiern eine erhöhte Shiny-Chance. Ja, keine Ahnung. Na, was in diesem Fall erhöht heißt, fände ich genial, wenn man sowas immer... Ja, ich weiß nicht, okay, vielleicht nimmt es den Zauber irgendwie weg.
Doch wenn man das wüsste von vornherein, dann würde man vielleicht irgendwie eher an die Sache rangehen. Hier, den Sternenstaub, ich sag's immer wieder. 7 Kilometer sind viel, aber der Sternenstaub skaliert in diesen Eiern nicht so wie in anderen. Okay, und ich habe die Einträge noch nicht mal geholt. Vielleicht kombinieren wir das irgendwie in der Folge? Idealerweise mit einem Shiny. Da gebe ich mal den Stern, glaube ich. Na, weil so ein gutes hatte ich noch nie. Okay. Amarino hier auch mit vielen roten Werten am Start. Na gut. Oh, Spieletrend. Oh. So, ich habe da noch mal eine Ladung und würde mir danach noch gerne die 7 Kilometer Eier abholen. Denn, wo ich hier gerade spreche, endet die Abenteuerwoche bald und ich versuche mein Glück. Ich weiß wirklich über Pokémon Go so gut wie jedes Detail und alles und sowieso. Aber bei einer Sache, da bin ich mir immer unsicher. Also die Pokémon, die werden schon generiert, wenn man das Ei bekommt. So die 2 Kilometer Eier beim Riolu-Event. Wenn man die im Event erhält, dann ist da auch ein Riolu drin. Und ich glaube, die Shiny-Chance ist da auch schon bestimmt. Also ob es ein Shiny war oder nicht. Doch bei der einen Sache eben mit dem Shiny bin ich mir nie komplett sicher, so dass ich das im Video sagen würde, hey Leute, hier, so sieht's aus im Schneckenhaus. Bei sowas bin ich eher vorsichtig, weil ansonsten sagen die Leute, hey, ja, der, ich habe mir den noch geholt, weil der Schilling hat gesagt, die haben dann noch die erhöhte Shiny-Chance. Ne, genau. Aber ich hole mir die noch, dann gebe ich denen eine Brutmaschine rein, dann haben die noch die reduzierte Distanz und aufmachen kann ich die dann irgendwann. Ja, da waren schon ein paar feine Pokémon dabei. Hier irgend sowas in 100 wäre eventuell nicht schlecht. Würde ich gerne mitnehmen. Kindwurm für die Mega-Entwicklung. Ne, kann man auch nie genug haben, oder? Und so ein Algit würde ich auch noch benötigen. Von daher, schade. Nein, da habe ich mich verklickt. So, die habe ich nicht in 100 bekommen. Na leider im Event, weil ich nicht so viele Feldforschungen gemacht habe. Ich habe andauernd gelöscht. Laufe 7 Kilometer? Nein. Ich laufe doch keine 7 Kilometer für eine Feldforschung. Na gut. Neue Textebene. Eine Ladung habe ich noch bekommen. Die Abenteuerwoche ist bei mir hier, wo ich spreche, nun schon vorbei. Ich muss aber auch wirklich sagen, ich habe wirklich, 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 ich habe echt viele Geschenke öffnen müssen für diese 9 Eier. Also ich glaube, keine Ahnung, ich hätte für den Tag nicht noch eine zweite Ladung hinbekommen. Das ist schon, also keine Ahnung, vielleicht hat das schon so einen Grund. Niantic möchte nicht, dass wir so viele von diesen Eiern mit erhöhter Shiny-Chance bekommen können. Aber ich finde, da könnte man auch wirklich die 7er Eier garantiert machen. In genau so einem Event, wo da besondere Pokémon drin sind. Aber ist vielleicht nur so mein Gefühl und kann man ja machen, muss man aber nicht machen. Also, Sternestück mache ich nie an für diese Eier, weil die sind wirklich mickrig und ja, das, wenn man sich das mal durchrechnet, das lohnt sich wirklich überhaupt nicht. Das lohnt sich aber schon. Jo, Bruder, mach weiter so. Das lohnt sich schon. Und ich weiß nicht, ob ich... Okay, ich habe gerade einen Plan, welches Video ich mache. Na, und dann habt ihr vermutlich schon mein wildes Shiny Balgoras gesehen. Ne, genau. Dann ist es nun mein zweites. Alles klärchen. Da werden wir doch wohl eines davon entwickeln, oder? Jawohl. Okay, echt schwer zu sagen mit erhöhter Shiny Chance und so. Dieses hier habe ich in der Wildnis bekommen. Schauen wir mal. Okay. Ich bin eigentlich ein Fan von Angriff, so, weil es geht in Pokémon Go vorrangig um Schaden. Oder, sind wir mal ehrlich, es geht nur um Sammeln, aber ich entwickle das hier aus dem Ei. Na, machen wir. Ist nicht mein Pokédex-Eintrag, sondern nur der schillernde Eintrag. Den Pokédex-Eintrag habe ich in irgendeinem Video gemacht, weil man die Entwicklungen ja auch für die Sammlerherausforderung benötigt hat. Na und, ich weiß nicht, ich bin irgendwie nie so einer, der direkt entwickelt. Neues Pokémon kommt raus, sofort Pokédex-Eintrag, weil ich weiß sowieso. Boah, wie cool. Ich weiß sowieso, ich spiele hier 7 Jahre und noch länger.
Ich bekomme das schon alles irgendwann. Oh, also hey. Die Farbe ist schon wirklich genial. Da kann man echt nicht meckern. Boah, heftig, heftig. Die ist schön. Na gut, ich will irgendwie nicht aufhören, aber die ist schön. Danke fürs Zusehen.